Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus zur Eröffnung der Ausstellung Dada ist groß, John Hartfield und Salzburg. Das wird das Thema sein, das wir hier besprechen wollen. Das ist der erste Teil des Abends. Im zweiten Teil, das geht dann gleich über, werden der Schriftsteller Bertrandhammer und der Autor, Filmemacher aus einem Buch und vielleicht auch noch was anderes lesen, von Franz Held, dazu später. Und im dritten Teil, nach einer Pause, wenn Sie wollen, zeigen wir noch eine Dokumentation über John Hartfield, da gibt es viele, von Helmut Herbst, dauert 60 Minuten, hier auf der großen Leinwand. Wenn Sie das heute nicht sehen wollen, dieser Film ist auch unter anderem in der Ausstellung zu sehen, in anderen Filmen. Mein Name ist Thomas Friedmann, ich leite das Literaturhaus und habe das Vergnügen, Ihnen die Runde vorzustellen. Wir werden Ihnen genau über Dada ist groß, John Hartfield und Salzburg sprechen. Helen Atkins ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, lebt in Berlin, ist aber gebürtige Britin. Richtig. Und hat sich vor allem mit George Gross beschäftigt, aber auch mit Hartfield, mit Dada ist uns. Ganz viele Sachen, aber John Hartfield und George Gross in 1986. Wenn Sie alle, bitte, wenn ihr alle zum Mikrofon auch geht, weil wir nehmen das ja auf. Dann haben wir Norbert Meyer, er ist Architekt, Architekturhistoriker, Stadtforscher, also gebaut hast du mir eine Hütte. Ich bin ja nicht ausgebildet. Er ist hier, weil er sich auch schon früher, also einer der wenigen, würde ich sagen, in Salzburg, also jetzt in Wien, beschäftigt hat, auch mit Hartfield, darüber auch was publiziert hat. Ich glaube, das war in Salzburger Nachrichten vor 20 Jahren oder so. Genau, also das war eben dann eine Runde, nachdem die Ausstellung, die du schon eine kleine Weile geleistet hast, oder in Göttingen sogar, 1991. Die große Hartfield-Retrospektive nach dem Fall der Mauer von 1991, wir hatten ja begonnen, sie in der DDR zu planen. Genau. Ich musste immer dann rüber von West-Berlin und dann fiel die Mauer und dann war es möglich, eine große Hartfield-Ausstellung zu machen, die dann sehr viel gereist ist. Und dann hast du dann... Also ich habe direkt den Otto Breicher, ich werde sich noch an ihn erinnern, angesprochen und gesagt, das wäre doch... Erstens ist dieser ganz bedeutende. Vielleicht magst du kurz dazu sagen, der Otto Breicher war. Otto Breicher war über viele Jahre Direktor von Profettino. Also gleichzeitig war er Fotograf und Begleiter eigentlich und Grundlegung der Nachkriegskunst in Wien. Und der hat eben dann das der Zugregel übergeben und die hat viele, viele Jahre gebraucht. Und dann, ich glaube, 98 war 97? Oder Ende 97 war dann die Eröffnung, glaube ich. Von dieser Ausstellung, die eben in Probertino, im klassischen Probertino, wie wir es kennen. Und 2003 war dann nochmal eine Ausstellung. Last but not least, Hans Winkler. Hans Winkler ist jetzt, war für uns die wichtigste Person. Hans Winkler kam vor über 2 Jahren zu Martin Hofleitner, dem Direktor des Salzburg Museums, und zu mir. Und wir haben uns immer wieder getroffen. Hans Winkler ist Künstler aus Deutschland, international viel unterwegs. Der, und das wird dann eh gleich am Anfang jetzt sein, die Frage, eine besondere Nahebeziehung, würde ich sagen, zum Dadaismus hat, ein Kenner ist, gerade in Kuba und in den USA auch Vortragsreise war. Das ist wesentlich zu sagen, und diese Ausstellung ist auch eine künstlerische Ausstellung, weil wir haben Hans Winkler auch als Kurator bezeichnet, er ist eigentlich auch Initiator, muss man sagen. Von ihm ging die Idee aus, dass wir heute hier sitzen und in diesen Räumen mit diesen Werken und mit der Hütte, und das wird das Thema sein. Wir haben heute übrigens, darf ich auch noch sagen, Besuch aus New York, aus Brooklyn hier, sogar 3. Das passt wunderbar, weil ja Dadaismus 1916 in Zürich erfunden, wenn man so will, fast zeitgleich, bald danach auch in New York eine Rolle gespielt hat und in vielen anderen europäischen Städten. Nur Österreich hat sich da ein bisschen ausgenommen, würde ich sagen, obwohl Raul Schott
wahrscheinlich was anderes behaupten würde. In seinen zwei Büchern, Raul Schoker, das ist der Autor, der über Dada und Tirol geschrieben hat. Aber, und Raul Hausmann. Ja, also, aber außer geografischen oder biografischen Bezügen gibt es meines Wissens in Österreich keine Dada-Bewegung. Also hat es nicht gegeben, sagst du schon gar nicht. Ja. In einer anderen Form. Das werden wir heute diskutieren. Ja. So, und ich beginne kurz mit dem Hans Werth. Hans, also für mich war also nicht erstaunlich, dass das Wort Dada, Dadaismus, quer durch, auch bei jungen Menschen, was hervorruft. Erstaunlicher war für mich schon, dass auch unter Kolleginnen auf der Buchmesse, habe ich erzählt von diesem Projekt, John Hartfield teilweise komplett unbekannt war. Wie siehst du eigentlich den Dadaismus, eine Protestbewegung, die entstanden ist, die sehr viele Künstler verschiedener Genres vereint hat? Wie siehst du das aus heutiger Sicht, wenn du zurückschaust, diese Bewegung, die ja wahrscheinlich auch, würde ich mal wagen zu behaupten, eine Rolle gespielt hat dann für die Avantgarde, auch in Österreich in den 50er Jahren, darüber hinaus, für Surrealismus sowieso. Bis jetzt immer noch. Ja, also gibt es heute noch Dadaismus und wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Ich meine, Dadaismus ist ja auch zusammengekommen, und zwar zurück in die Zeit, Erster Weltkrieg, brutales Morden. Viele waren im Krieg, sind getötet worden, dann haben sich viele dieser Künstler aber auch zusammengeschlossen in Zürich, die Hugo Ball, so als Leiter, der auch, muss man sagen, auch Nietzsche-Philosophie studiert hat und Nietzsche sich auch mit Lehrstellen befasst hat, dass man erstmal alles abbauen muss, um Neues zu schaffen. Und das war auch der Zeitgeist, der im Ersten Weltkrieg, wo es auch in München, Berlin, die Räterepublik gab, wo Schriftsteller, Künstler sich zusammengetan haben und eine neue Welt geschaffen haben, nachdem also Monarchie, autokratische Systeme alles eben vernichtet hatten. Und da war ja selbst Rainer Maria Rilke, wo ich auch gedacht habe, das kann nicht sein, dass er auch in Demonstrationen für also eine neue Republik war. Und waren auch eine ganze Reihe wie Thomas Mann, Heinrich Mann, die sich da vereinigt haben. Und von daher ist auch in dieser Zeit, waren viele der Dadaisten waren auch Schriftsteller, wie Serner oder Zara. Der Nachhinein ist halt immer das. So Gruppen, in dem Fall war mein Empfinden, es war nie so eine homogene Gruppe, sondern es waren halt individuelle Leute, die irgendwann angefangen haben, sich gegenseitig zu bekämpfen, wie Sarah, ist sie jetzt der Führer oder nicht, mussten Leute unterzeichnen, dass er Dada erfunden hat und so Nonsens passiert auch in Dada. Aber was passiert ist, ist schon einmalig, dass vieles in die Wege geleitet wurde, was bis heute Einfluss hat, also Collagen, Interventionen, Performances. Alle möglichen Sachen sind passiert, die damals noch, da war ja noch die Welt so Malerei, Kunst und sonst nichts. Ja. Und da entwickelt es sich schon bis jetzt, also wurde eine neue Welt geschaffen, oder die Show, die einfach so ein Glas Wein halb voll hat, mehr als Kunstwerk erklärt hat, als Ready-Made. Ja. Und das war revolutionäre Gedanken, die aber auch nicht allein von denen ausgegangen sind, sondern die auch auf die Früchte der Generation davor, und das wird auch oft vergessen, so Ende des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel Naturalismus und andere Bewegungen, hatten viel schon in die Wege geleitet. Verrückte Sachen, wie auch John Hartfields Vater, Franz Held, auf den wir dann später noch zu kommen. Ja. Also Dadaismus, eine Bewegung, die eben vor über 100 Jahren quasi begonnen hat. Und du würdest sagen, dass heute auch ein Dadaismus gibt, diese Bezeichnung, wäre das oder noch möglich zu sagen, wenn also jemand ist Dadaist? Es war in Berlin, als ich nach Berlin gezogen bin, 1982, da war Dadaismus bei allen Punkmusikern Nummer 1. Also Einschluss in Norbert Wixer Bargeld, mit dem wir dann auch, auch zusammen haben wir auch ein Projekt gemacht am Brenner, wo er das Serner-Manifest vorgelesen hat. Und das ist auch, wenn ich reise, ist Dadaismus überall. Also wenn ich höre, Studenten sind sehr interessiert an Dadaismus, aber die sehen schon oft, bei den
Kunstbewegung, aber ich glaube, das war es auch nicht. Da müssen wir nochmal eingehen. Also es ist kein Ismus eigentlich. Ja. Es ist kein Ismus. Ja. Also es ist wirklich, aber es ist auch, wie Hans richtig gesagt hat, nach dem Ersten Weltkrieg ist einfach alles kaputt. Und es gibt, und die, der Ursprung von Dada ist 1916 in Zürich, Exilanten, die mit dem Krieg nichts zu tun haben wollten, und die waren sehr, sehr literarisch und haben geschrieben und war ganz wichtig, aber dann sind sie nach Berlin zurückgekommen und Hülsenbeck hatte Dada in der Tasche, hieß es ja, und ist nach Berlin zurückgekommen. Und dort gab es dann im Krieg noch und nach dem Krieg die Notwendigkeit, Kunst zu ändern. Dass Kunst nicht einfach wie Tulpen sein kann oder ein schöner Blumenstrauß, sondern dass es sozial aktiv sein muss, dass man da was bekämpfen muss. Damit. Aber ging es vornehmlich darum, Kunst und das, auch das Künstlerverständnis zu ändern oder ging es auch um Gesellschaft zu ändern? Es ging um Gesellschaftsveränderung, ganz, ganz klar, und dass die Kunst dazu beitragen kann, die Gesellschaft zu ändern, und dass es nicht darum geht, die bürgerliche Kultur zu unterstützen, sondern dass man eigentlich subversiv dann mit der Kunst dann den Bürger in Frage stellen kann und die Haltungen, die drei Stützen der Gesellschaft, das Militär, die Schule und die Religion, dass man die in Frage stellt und dass es ganz notwendig wäre, um eine Veränderung der Gesellschaft zu bewirken. Im Endeffekt ist eine Ablehnung notwendig, um Neues aufzubauen. Genau. Ich habe nur das Gefühl, dass oft Dadaismus heute von manchen gesehen wird, dass also ein Unsinn eigentlich der geschehen ist, wo man mit sehr provokanten Aufführungen, Kunstwerken, die aber nicht so bezeichnet werden wollten, in Aufsehen erregt hat. Aber eigentlich war für mich also Dada immer unglaublich politisch. Dada war mancherlei, also es gab Dada-Zentren in verschiedenen Städten und das war in Berlin behaupte ich am politischsten, weil das war vielleicht auch am nächsten, der Politik am nächsten. Die erste internationale Dada-Messe von 1920, wo dieses Plakat hing, Dada ist groß und John Hartfield ist sein Prophet, war 1920, war eigentlich der Höhepunkt vom Dadaismus. Überall, wenn man das so sieht, wo die alle zusammengekommen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt was verändern, wir müssen das erreichen. Und das war im Sommer 1920. Und was die erreicht haben, ist, dass Herzfelde und Gross vor Gericht standen, wegen Blasphemie und wegen einer Mappe, Gott mit uns, wo auch eine, das war von Gross gezeichnet, dann Christus mit der Gasmaske irgendwie dran am Kreuz war. Und das ist ganz, ganz lange verhandelt worden. Das ist über Jahre gegangen, dieser Prozess. Und am Ende sind die zu 300 Mark Strafe verurteilt worden. Und dieser Prozess gilt heute noch als juristischer Vorfall sozusagen für die Freiheit der Kunst. Und eigentlich war das ja fast ein Versagen, dass es dann aufgrund, dass es Kunst war, gab es keine Verurteilung. Also das. Dada war politisch, Dada war provokant, es war unglaublich kreativ, satirisch, also mit ganz viel Humor versehen, war literarisch, haben Sie gesagt, auch der bildenden Kunst vertreten hat, aber auch Tanz, Musik und vieles andere auch mitgenommen. Also auch eine, weil ich finde ich immer sehr spannend, eine Performance des Rennen zwischen einer Nähmaschine und einer Schreibmaschine beispielsweise. War Dada, frage ich noch an Sie, war Dada männlich? Weil wenn man sich die Protagonisten anschaut, kommt man bei den bekannten Namen fast nur auf. Dada war leider männlich. Hanna Hoesch ist die große, große, große Ausnahme in Berlin. Und es wurden da auch, es gibt einen Katalog zur Dada-Messe, das grüne Blatt, was da ist, aus unserer Ausstellung 1988, also Station der Moderne war eine Ausstellung 88 in Berlin, Martin-Gropius-Bau, und da habe
ich die Rekonstruktion der ersten internationalen Dada-Messe gemacht. Und da war schon der Versuch, die Damen, die häufig dann die Partnerinnen waren von den Dadaisten, mit einzubeziehen, mit Näharbeiten, mit, also es war nicht ironisch gemeint, sondern es war schon sehr ernst gemeint. Aber Hanna Hoech war wirklich die Dame, die im Dadaismus noch heute den großen Namen hat, wobei es durchaus andere gab, die werden aber jetzt erst entdeckt. Und es gibt ja auch amerikanische Dada, gibt es da viele Frauen, die dann beteiligt waren, aber die großen Namen, Raoul Hausmann, George Gross, John Hartfield, sind die drei großen Namen in Berlin gewesen und das waren sicherlich auch nicht einfache Männer. Aber jetzt fällt mir noch eine Frage ein, wenn man sie beantworten möchte, wie international war denn da? Was ist sehr europäisch? Ich meine, es gab in Amerika, ich glaube, relativ kurz. Nee, es gab ja durchaus, also New York war ein Dada-Zentrum auf alle Fälle und Marcel Duchamp, der Franzose, ist der, war, der hat aber in New York gewirkt und es ist in New York, hat er seinen Durchbruch gehabt. Aber das waren Immigranten. Und das waren Immigranten, es gab aber welche, die dann mit einbezogen wurden. Das ist schon, das war auch der Geist, der schwirrt, der über die Länder und Kontinente hinweggeht. Also, da war, also Arthur Crummer war auch in New York. Ja. Der zum Beispiel, der wurde eingeladen für einen Vortrag. Aber auch Immigrant. Ist Immigrant, genau. Ja. Und er hat einen interessanten Lebenslauf, weil er hat zum Beispiel sich dann nackig ausgezogen von der etablierten High Society in New York, Bankers und so. Und er sollte über die Kunst reden. Dann hat er sich ausgezogen und hat sich besoffen. Also, Wiener Aktionismus. Also, Marcel Duchamp hat ja auch sein Urinoir, also ein Pissoir, dahingestellt und hat gesagt, so, das ist jetzt Kunst, das deklariere ich als Kunst, weil ich das unterschreibe, weil ich das signiere, ne, mit Armatz. Aber auch ähnlich ist es, dass mit Dada einhergeht, dass viele von denen sich verabschiedet haben von der Kunst und auch zurückgegangen sind eben auf dieses naturalistische, vagabunden Leben. Dass wie Johannes Bargeld zum Beispiel nach dem letzten Dada-Manifest, was übrigens in Tarents war und in Innsbruck gedruckt wurde. Das ist der Österreich-Besuch. Da haben die sich aufgelöst und haben ganz arg gewettert gegen die politisch blamierten Berliner, dass die halt nicht mehr Kunst machen. Und da waren halt auch Marx Ernst eine Reihe, da war Arte Breton und es war auch so quasi ein Übergang schon zum Surrealismus. Aber die hatten diese Ideen, was auch Arthur Kramer schon damals deklariert hat, dass das die höchste Form von Dada, meinte er, wäre die Provokation und die zweite wäre Verschwinden. Und da gibt es eine Reihe von Künstlern, die auch tatsächlich verschwunden sind und nicht mehr aufgetaucht sind. Ja? Also Hugo Ball ist ein Wanderprediger geworden. Auch Franz Hirt ist aber verschwunden. Und Franz Hirt? Wir können, das Thema ist so riesengroß, wir können stundenlang. Wir müssen es jetzt ein bisschen abdrehen. Der Begriff Dada ist, glaube ich, nicht restlos geklärt, woher der kommt. Da gibt es verschiedene Mythen und Ideen. Der übliche Mythos ist einfach durch ein Wörterbuch durchgeschaut und Finger draufgepackt und da stand Dada. Und das ist dann Schaukelpferd, das ist doch wunderbar. Machen wir. So. Jetzt haben wir kurz über Dada gesprochen, jetzt kommen wir zu John Hartfield, Norbert Meyer. John Hartfield, 1891 in der Nähe von Berlin geboren, eigentlich als Helmut, mit Doppel-N-T-H, Helmut Franz Josef Stolzenberg, so hieß die Mutter, weil die Eltern waren damals noch nicht verheiratet. Vater Franz Held, als Autorenname eigentlich Franz Herzfeld. Das ist ein bisschen kompliziert, aber man kann es ganz leicht merken, die haben sich alle gerne ein bisschen umbenannt. Ja? Also Franz Herzfeld hat sich dann Franz Held genannt, als Autor. Der Sohn, der Helmut, hat sich dann später aus bestimmten Gründen, aus Protest gegen auch den deutschen Nationalismus, gegen England vor allem, John Hartfield genannt. Der Bruder, Wieland Herzfeld, hat sich Wieland Herzfelde genannt, wurde berühmter Verleger des Malik-Verlags in Berlin, Publizist, auch Autor.
Also das zieht sich so ein bisschen durch diese Familie, die haben sich gerne alle ein bisschen umbenannt. Also, wir das haben aber andere auch, Entschuldigung, das war in der Zeit nicht unüblich. Also Tristan Zara hieß ja auch nicht so, genau. Apollinaire hieß auch nicht so, also das war nicht... Aber ich meine, es ist auf diese Familie bezogen. So, jetzt haben wir den John Hartfield, wird geboren in dieser Familie. Aus verschiedenen Umständen wird der Vater in München verurteilt wegen Gotteslästerung. Sie flüchten in die Schweiz. Das war 1896, da heiraten die Eltern. Da kommt der Wieland auf die Welt. Und was ist der Bezug jetzt von John Hartfield, so einer der wichtigsten Protagonisten von Radio Berlin sowieso, zu Salzburg? Ich glaube, in der Schweiz waren es 95 und 96. 95. Da eben. Ja, 96. Geflüchtet, er wurde als Sozialist und als Anarchist tätig und musste eben die Schweiz verlassen. Und aus uns nicht 100% geklaren Gründen ist er eben in Aigen gestrandet, wurde dann eben, bekam vermittelt vom Bahnhofsvorstand von Aigen bzw. dem Bürgermeister eine Hütte im Bereich der Jungbergalpe, wobei das Wort Alpe schon eine touristische Erfindung ist. Also die interessant ist nämlich, dass diese Hütte relativ nahe an dieser Haltestelle gelegen sein muss. Wir wissen nicht genau, wo sie war. Also eine Haltestelle musst du kurz sagen. Haltestelle von der Geisbergbahn, die 1887 eröffnet hat und eigentlich dann schon 10 Jahre dort hinaufgeduckelt ist. Und die erste Station nach Barsch war eben die Jungbergalpe. Eben die Touristiker waren schon damals fleißig und haben das Hochgebirge nach Salzburg herausgeholt und haben eben eine ganz gewöhnliche sozusagen landwirtschaftliche Bereiche von Wiesen zum Alpengrün gebracht. Und auch in den Texten von Wieland, wo er sich daran erinnert, klingt das alles sehr hochalpin, aber es ist eben die Gegend von der Judenbergalm oder vom Judenberg, wie es eben wirklich in Wirklichkeit geheißen hat, von diesem Flurnamen, wo eben der untere Judenberg, der mittlere, wo das Kobenzl heute leer steht, und der obere Judenberg in diesem Bereich, wahrscheinlich mittlerer oder obere Judenberg, dürfte diese Hütte gestanden sein. Du glaubst, das ist der obere Judenberg. Es gibt eben den Hinweis, dass das eben eine rechteckige Lichtung war, von unten zu sehen, von dieser Stadt, beschrieben eben von Wieland. Und daher könnte es auch die obere oder die mittlere sein, ist eben, der Ort, wo eben diese Familie, die beiden Eltern mit damals noch 3 Kindern hingekommen sind, und wo dann die Lotte, die glaube ich jetzt schon gefallen ist, also das 4. Kind, geboren wurde im Jahr 1898. Also da sitzen in dieser Hütte, sitzen der Franz Held, ein anarchistischer, sozialistischer Dichter mit seiner Frau, auch Sozialistin war die Alice, die Kinder, Erta, Helmut, Wieland und dann später eben die Charlotte, die übrigens als Autorin in Salzburg geblieben ist, hier 1975 gestorben ist, etliche Publikationen hat, Charlotte Herzfeld. Und die war ja eben ein Punkt auch, warum, glaube ich, Salzburg für einige in dieser Familie auch eine Rolle gespielt hat. So, jetzt leben diese Eltern da mit diesen Kindern ein paar Jahre in dieser Hütte auf dem Geisberg irgendwo, was man heute nicht mehr ganz genau lokalisieren kann. Vielleicht ist noch was Witziges, es wird suggeriert beim Wieland auch, dass die da in der Wildnis leben, aber in Wirklichkeit muss das Geräusch der Geisbergbahn, wer weiß wie laut ist, da was der Dampf von diesem war. Also in Wirklichkeit, wie oft ist wieder aufgeräumt? Wird völlig ausgeblendet in allen Texten, dass da eben, das gibt es Stationspläne, aber also die war sicher als touristischer touristische Magnet eben relativ häufig in Verwendung. Also es ist ganz witzig, dass man da so ein, sozusagen eine, auch diese Geschichte dann, wo er 4 Tage, vielleicht erzähle ich kurz diese von Wieland beschriebene Phase, wo eben beide plötzlich weg waren
und wo eben dann der Helmut, das Älteste, eben auf die anderen Kinder in der Form aufgepasst hat und wirr und Suche durch den Wald geirrt wäre, bis dann eben der Fahnschein, eben dieser spätere Art von Stiefvater, eben sie dann eben besucht hat und dann eben die Kinder runtergeholt hat. Aber das ist eben so exponiert irgendwo, das war 100, kann nicht mehr als 200 Meter weg, bis es einfach leiden kann. Weiß man, ob diese Zeit, diese Jahre, wo sie wieder aufgehalten haben, außer jetzt der Kontakt zu dem Eigner Bürgermeister, Eigner war damals noch selbstständig, ist erst in den 30er Jahren eingegliedert worden in Salzburg in die Stadt, weiß man, ob das irgendwem aufgefallen ist, hat es da irgend mal in der Zeitung irgendwas gegeben, weiß man da irgendwas drüber, ob die in Salzburg oder in Österreich, wo man ja, wenn man nachliest, in Zeitungen, in Wiener Zeitungen gewisse Artikel über Dadaismus findet, die meistens nicht möglich sind, um das vor allem auszudrücken. Aber weiß man, ob Salzburg da irgendwie mit Franz Hecht was anhängen konnte? Oder waren die so weit weg da auf der Alm? Du meinst so mit den lokalen Zeitungen, das thematisiert wurde? Also das, meine Forschungen sind 30 bis 40 Jahre her, da habe ich das eben zusammengetragen und eben dann auch die. Und jetzt braucht man nicht mal anschauen, ich habe sogar mal nachgeschaut, aber müssen wir schon einfach schauen, ob der Held auftaucht im lokalen Zeitungskontext. Vielleicht ist es noch interessant für dich als alter Lokal, also Forscher, der war der südliche, also der untere Jugendberg, der ist eingefallen, ist glaube ich noch bei einem dabei und dann ist eben die oberen sind bei der Stadt, also bei einem Geißberg dabei. Könnte sein, dass das eine Rolle spielt in Bezug auf den Fahnschein. Wenn du einmal die Hütte in den richtigen Ort bringen willst. Ich habe ja auch Recherchen gemacht, ob man was findet im Archiv, aber das Salzburg Archiv, wo wir ja teilweise zusammen waren, da ist nichts aufgetaucht. Nicht die Spur, auch nicht über das Kind. Nur nach ganz viel Nachbohren habe ich einen Bescheid bekommen, dass alle Unterlagen in den 30er Jahren wegen den Nazis oder durch die Nazis vernichtet wurden. Weil sie jüdisch in Person waren, sind alle Juden in Salzburg in Akten verbrannt worden und vernichtet worden. Aber Sie haben Angst, dass man die Judenberg-Alpe weiß eben aus einem Brief, dass eben, ich glaube 1912, dass eben, dass er da hat er sich darüber drin, der gute Franz Hebert hat von der Villa Judenberg-Alpe geschrieben, der er hier sogar, glaube ich, besitzt oder. Das war, glaube ich, eine Aussage der Politik. Auf jeden Fall dadurch wissen wir, dass das kann man das eingrenzen auf Judenberg, sozusagen den Ort, der in verschiedensten Varianten mit der von Geißberg, die auch immer, die werden immer. Aber das zeugt davon, dass es sehr nahe an dieser Haltestelle war. Entweder drüber oder drunter. Ja, es gab ja auch eine ganz irre Geschichte, die müsste in den Medien sein, da habe ich, oder in den Archiven. Franz Held hat ein Dankeschön an die Stadt Salzburg gegeben. Und weil er kein Geld hatte, hat er einen Adler gefangen und hat den zum Bürgermeister gebracht. Allerdings war es eben der Bürgermeister von Eigen und es passt alles zusammen. Also es fällt das Wort Märchen fällt auch mal in den Immergrün von guten Wieland Herzfeld. Aber er war ja genau. Und da muss man viele Dinge sozusagen verifizieren. Also wir betreiben ja auch ein bisschen Geschichtsforschung hier. Und das Interessante dabei ist ja, dass eben, was jetzt angesprochen wurde, was im Bereich der historischen Wahrheit, wenn man so will, fällt und was Fiktion ist, ist ja sehr, verschwimmt sehr. Tatsächlich, und das ist natürlich für uns interessant, weil Hartfield wurde in Salzburg, wie gesagt, zum Hubertinum auch schon ausgestellt, auch in Wien, und nach seinem Tod 68 vermehrt international in großen Ausstellungen auch immer wieder. Aber dieser Bezug zu Salzburg ist jetzt nicht neu, der taucht auch in Büchern auf, auch in Wikipedia-Artikeln und in diversen anderen. Aber manchmal sind die Jahreszahlen unterschiedlich, manchmal sind die Fakten verschieden. Meistens sind es ein paar Zeichen, weil ich habe immer das gleiche geschrieben. Beim Lexikon müssen wir es noch nachtragen, nach der letzten Quelle von dem Franz-Held-Buch, dass das eben die Jugendberg-Alpe war, oder Jugendberg. Aber im Wesentlichen stimmen die Zahlen schon. Ja, manchmal heißt es, die Eltern sind 1899 verschwunden, manchmal heißt es also 1900.
ist jetzt egal, sag mal, wir wissen, glaube ich, mittlerweile, dass es 1899 gewesen sein muss. Die Eltern verschwinden, wie es so schön heißt, spurlos aus ungeklärten Gründen. Und der Vater, also Franz Held, taucht in Bozen auf, wo er aufgegriffen wird, wo er dann in der Nervenheilanstalt kommt. Er stirbt einige Jahre später dann in Wadelberg in der Nervenheilanstalt. Und die Mutter, die Alice, da gibt es auch unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, die Forschung, der letzte Stand war ja, dass sie eigentlich in Salzburg war und hier in die Nerven gehen kann. Ja, ja. Das ist bei uns sicher eine Doppelklinik. Ich war hier und ist nach Berlin. Das versteht worden, wo sie dann abgeschworen ist. Warum weiß man das? Warum waren die Mutter und der Vater eigentlich nicht zum ersten Mal in sogenannten Irrenanstalten, wo sie auch beide verschworen sind? Ist das bekannt? Also, ich bin kein Experte für Anarchisten, aber es ist, glaube ich, auch durchaus auch die Art und Weise, mit Menschen, die eben freies Weltbild gehabt haben, die ihnen durchaus leichter sozusagen als nicht normal betrachten als andere. Also weniger, aber das ist nur so eine Beobachtung allgemein, dass diese spannende Phase des Anarchismus, und es ist ja sehr bemerkenswert, dass du dich da so unterliegen hast, ist ja eine total spannende Entwicklung, ist ja nicht nur die Bomber, die irgendwelche Adeligen auflauern und umbringen, sondern es ist ein ganz spannendes gesellschaftliches Experiment, das da eigentlich in teilweise eben auch früh in der Schweiz mit der Jura und so weiter. Ganz ein schöner Film übrigens, der heißt Unruh, ganz ein bemerkenswerter Film mit Laiendarstellern über dieses Thema in der Jura in den 1870er Jahren, also knapp nach der Pariser Kommune. Ja, und da in diesem Kontext muss man auch sehen, also, dass man da aus diesen sehr autoritären patriarchalen Verhältnissen nicht eingepasst hat, denke ich, aber das ist nur eine Theorie von mir. Bei der Alice weiß ich wenig, aber die war definitiv, die wurde eben behandelt und war eben 1901 noch in Salzburg. Und dann gibt es auch eine Behauptung, wird da wieder behauptet, oder irgendwo wird behauptet, dass sie den Barsch in einer Heilanstalt gewesen wäre, die unbekannt ist. Also da wäre sie nicht weit weg gewesen oder hätte. Wie auch immer, das gibt ungeklärte Geschichten. Aber weiß man zum Beispiel, dass die Eltern, die sich ja da offensichtlich auch getrennt haben, ja, da gibt es ja auch Texte, wo dem Franz Held ja auch dieser Freiheitsdrang immer auch zugeschrieben wird, ob die da einen Konflikt hatten. Er flüchtet in die Berge Richtung, oder flüchtet er eh in die Berge Richtung Südtirol, sie bleibt hier. Da weiß man nicht. Da gibt es ja nur den ältesten Sohn, John Hartfield, der ist 8 Jahre alt und der berichtet nicht darüber. Es ist eigentlich sein Bruder Wieland, der Schreiber und der Erinnerungsmensch ist, was in dieser Hütte passiert ist, auch in seiner Publikation Immergrün, wo er über die Hütte und über diese Wildnis spricht. Aber vielleicht denkt man, wenn diese Familie in Berlin war, und das ist schon wild dann, wenn es hier sehr zivilisiert und auch mit der Touristik schon und so weiter, das ist aber schon ein Unterschied. Also wenn man mitten in eine Großstadt, Berlin war ja damals schon sehr groß, und dann aufs Land geht. Ein Fakt ist ja, dass, nur reinwerfend, dass Charlotte, es gibt ja eine Geburtsurkunde von Charlotte, also tatsächlich, ne? In Eid. Jetzt ist Salzburg zu dieser Zeit erzkatholisch und Wieland, der Bruder, erscheint ja auch später darüber, dass John Hartfield, der damals also Helmut war, auch besteckt wurde in Waisenhäuser, wo er dann misshandelt worden ist, auch von Nonnen wieder rausgenommen wurde. Und Jungen, genau. Wo der 50 Jahre später der Thomas Bernhard gelandet ist. Ich habe aus der Zeit von Thomas Bernhard einen Tagesablauf in einem Archiv gefunden. Ich wollte eigentlich, glaube ich, Jahrzehnte weiter zurück. Und das beginnt um 5.45 Uhr mit dem Morgengebet, glaube ich. Und ein Grund, warum dann eben auch, glaube ich, John Hartfield 1905 nach fast 9 Jahren von Salzburg wegkam, eine Tante hat ihn nach Wiesbaden geholt,
waren ja auch diese Zustände, oder? Das wird im kausalen Zusammenhang dargestellt, eben diese, der Versuch zuerst, dass eben dadurch, dass er eben mit dem sehr römisch-katholisch orientierten Herrn Farnstein oder Ignatius Farnstein eben da immer wieder Konflikte gehabt hat, war das Waisenhaus ein Versuch und dann eben Wiesbaden, eben die Verwandtschaft in Wiesbaden, wobei dann der Wiener wenige Monate später auch nach Wiesbaden gegangen ist und nur die Damen und die Töchter noch einige Jahrzehnte, einmal bis 1951, die Hertha war bis 1951 in Salzburg und die Lotte oder Charlotte bis zu ihrem Tod, beziehungsweise dann noch in einem Seniorenheim im Lungau bis 75. Das waren die beiden Salzburger. Ich war erst kurz vor ihrem Tod eingebürgert, also als österreichische Staatsbürgerin. Die Lotte? Okay, das weiß ich nicht. Und Helmut wurde 1932 aus Deutschland ausgebürgert. Also Sie können das auch, sage ich mal, prüfen, nachlesen. Wir können das jetzt nicht alles behandeln. Sie können das, der Versuch, also das ein bisschen zu systematisieren, lesen Sie das bitte nach. Und John Hartfield, eben als Junge, kam nach Wiesbaden und da ging es dann eigentlich los. Ausbildung als Werbegrafik und so weiter. Wir können jetzt nicht alles aufsehen, die ganze Biografie. Im Film wird auch darauf eingegangen. Tatsache ist, und jetzt kommen wir zu John Hartfield, die Bedeutung, die John Hartfield hatte und heute hat. Buchgestalter, könnte man auch noch drüber reden, Grafiker, Maler, Bühnenbildner, der war, und dafür, wofür er heute am meisten bekannt ist, sind eigentlich die Montagen, die Collagen und die politischen. Und da wieder besonders auch, man sieht ja hier welche auch, die, wo er sich antifaschistisch ganz klar positioniert hat. Du hast dich mit Hartfield auch sehr beschäftigt. Und was hat das Ganze jetzt eigentlich Hartfield, seine Arbeit zu tun mit dieser Hütte, die da drüben steht im Raum? Ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Die Sache ist, dass die ganze Familiengeschichte, also rein versetzt ist natürlich, was passiert ist, dass die Geschichte war, einfach aufzuwachsen, auch mit dem Vater, der auch von der Freundeskreis und sein späterer Pate oder Betreuer waren Naturalisten, Max Havel. Und all diese Ideen, die waren ja auch da. Und auch Franz Held, ich habe auch gesehen in der Aktion, er hat gleichzeitig mit Franz Jung in der Aktion publiziert. Die waren auch also er war eigentlich sehr bekannt, Franz Held, in der Zeit. Und ist eigentlich, der ist vergessen worden oder vergessen, ist verschwunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Hartfield, ich denke, er war auch in der Zeit, war dieses, was passiert ist in Berlin, dieser Aufbruch war gerade, das, eine neue Welt zu schaffen, das war also perfekt für ihn. Und wenn man sieht, dass er auch den Humor in die Politik gebracht hat und auch in Kooperation mit seinem Bruder. Und was hinzukommt, ist auch eine lebenslange Freundschaft, nicht nur mit George Grosz, sondern auch mit Bertolt Brecht. Brecht hat ja auch mit Humor gearbeitet, der war ja mit Karl Valentin unterwegs, als Kabarettist. Und in Berlin war er die Ikone schlechthin. Und die beiden haben auch eine ganz enge, was bedeutet hat. Hartfield hat auch Brecht gezeigt, wie man also Grafiken entwickelt und auch das andere Leben hat er. Und es ist quasi auch immer im Zeitgeist zu sehen. Ja. Und später war es eben der Moment, um jetzt auf die Hütte herzukommen, war, dass diese Dinge, die passiert sind, auch die Abneigung, die er hatte in der DDR, als er zurückkam, war es Brecht, der ihm geholfen hat, wieder Fuß zu fassen. Er wurde nicht in die SED aufgenommen, er war nicht akzeptiert, weil er ein Westflüchtling war. Also vielleicht muss man das kurz erklären, nur, also John Hartfield, Dadaismus war übrigens auch entartet, die Kunst für die Nationalsozialisten. John Hartfield musste über Prag nach London, Heimstedt, fliegen.
wie viele andere auch, und kam 1950 zurück nach Deutschland. Erst 1950, das ist ganz wichtig, weil die später kamen, wieso später, und er wurde von Großbritannien aus als sowjetischer Spion verdächtigt und hat eine fette Akte bei der bei MI5, bei dem Secret Service in Großbritannien. Und die DDR hat gedacht, dass er für die USA spioniert hat. Also das ist ja auch sehr interessant immer. Also wenn dann Immigranten auch interniert werden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, John Hartfield und auch George Boss und auch Wieland Herzfelde waren Mitglieder der KPD in der ersten Stunde der Kommunistischen Partei. Bei der Gründung. Ja, und und später, aber als John Hartfield zurückkam und dann in Leipzig wohnte, also in der DDR, wurde sein Ansuchen, Parteimitglied zu werden bei der SED, wurde abgelehnt. Ist ja auch interessant, ja. Und nicht untypisch vielleicht, ja, im Verhalten. So, vielleicht noch kurz, bevor wir zurückkommen, die Bedeutung von Hartfield als Monteur, ja, man hat ja gesagt, also ein Monteur, geht aber eigentlich über diese Arbeiten, die man zum Teil kennt, zum Beispiel eben jenes Bild, wo er eben dem nationalen Adolf Hitler einen Wachsbart, einen sozialistischen umhängt, umhängen lässt, geht aber weit darüber hinaus. Also man hat die Bühnenbilder, die er gearbeitet hat für Piscator und auch viele andere Dinge, die ganzen Buchenstücke, das erinnert man sich heute wenig eigentlich. Da erinnert man sich wenig, also sein Durchbruch, wie man heute sagen würde, war 1929 in Stuttgart auf der internationalen Film- und Fotoausstellung, wo er einen riesigen Raum für sich, für seine ganzen Entwürfe, für Sachen hatte, die von Dada anfingen, also 1917 praktisch, bis dann 1929. Und da waren ja sehr viele Arbeiten, ja, die schon sehr politisch waren, die ja von Anfang an eigentlich politisch waren. Bis heute betrachtet man eigentlich die Theaterarbeit, obwohl die sehr berühmt war mit Piscator, da ist wenig übrig geblieben, da ist wenig dokumentiert. Es gibt ein sehr bekanntes Foto von Bühnenbild, was er für Piscator gemacht hatte. Und das ist nicht mehr so da. Und was aber da ist, ist, dass er seinen kompletten Nachlass, also beide die Brüder, Wieland Herzfelde und John Hartfield, die sich ihr Leben immer sehr, sehr eng waren, das ist ja nicht immer der Fall bei Geschwistern, die haben ja beide alles der Akademie der Künste überlassen, Akademie der Künste Ost, damals Ost-Berlin. Und da ist ein Fundus, wie es sonst es gar nicht gibt. Und da sind diese ganzen Montagen da, die ganzen antifaschistischen Montagen sind dort. Und das sind wunderschöne Kunstwerke, wo die Welt sich darüber streitet. Eigentlich war für John Hartfield das Kunstwerk war die Sepia-Seite der Arbeiterillustrierten Zeitung. Also das war, die Schrift wurde eingesetzt von Wieland Herzfelde, das Bild war von John Hartfield. Er hat ja sehr viel dran gearbeitet. Das sind wunderbare Montagen, Originale, aber und die haben sie aufbewahrt, um sie weiter verwenden zu können. Er hat ja häufig Motive so und so und so 3, 4, 5 Mal verwendet. Der Westen, sage ich mal, ist nach dem Fall der Mauer, ist auf die Originalmontagen gesprungen. Die sind auch in New York gezeigt worden und überall. Dabei war das für Hartfield eigentlich nicht das Kunstwerk, nicht die Originalmontage, die absolut zauberhaft sind, aber das Kunstwerk war die Sepia-Lösung in der AEZ. Und die sonstigen Sachen, die Bühnenbilder, die er auch sehr viel später gemacht hat, auch mit Brecht gemacht hat in den 50er Jahren, die gelten als ein bisschen miefig im Vergleich zu der Kraft, die in den Montagen ist. Kann man sagen, würdest du sagen auch, dass Hartfield seine Kunst und seine Möglichkeiten, auch der Buchgestaltung zum Beispiel mit Tucholsky, Deutschland, Johannes, dass er diese Kunst als Waffe auch eingesetzt hat? Absolut. Also Kunst als Waffe ist ja in Anführungszeichen, ist wirklich der,
der Begriff für John Hartfield. Das ist ein Synonym, wo man das ja sagen könnte. Und ich finde, das passt auch tatsächlich. Und die Kraft, die dahinter ist, also es war ein kleiner Mann, der hat gestottert, man hätte ihm das gar nicht zugetraut, aber bildlich hat es eine unglaubliche Kraft. Und es gibt sehr, sehr viele Bücher, nicht nur aus der DDR, sondern auch sehr viele amerikanische Wissenschaftler haben sich auch mit seinem Werk beschäftigt. Und es ist so, es ist eine Ikone der zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das, was geblieben ist. Deswegen wurde er auch von den Nazis ja wirklich verfolgt, muss man sagen. Die haben ja auch ein Ansuchen an die Tschechoslowakei gestellt, ihn auch zu liefern. Ja. Also das heißt, er war wirklich einer der meistgehassten Künstler wahrscheinlich. Ja, also zusammen mit seinen Freunden, mit George Ross auch und mit seinem Bruder. Und sein Bruder konnte aufgrund dessen, dass er in der Schweiz geboren war, dann konnte der nach Amerika fliehen. John Hartfield konnte von Prag eben über Paris, glaube ich, ist er geflohen, ist nach Großbritannien gekommen. Aber die Briten, die fanden das auch nicht so doll, diesen Kommunisten aufzunehmen. Ja? Und deshalb ist er auch bei der MI5, ist er gleich bei seiner Einreise, ist er da registriert worden. Und die Akte endet mit seiner Ausreise, mit seiner Rückreise in die DDR. Und jetzt springen wir wieder zurück zu dir, zu Brecht, der eben 56 gestorben, eng befreundet mit Hartfield war und ihm quasi geraten hat, er soll Leipzig verlassen und soll sich in Berlin in der Nähe ansiedeln. Brecht hatte in Buko ein Sommerhaus und tatsächlich hat Hartfield in der Nähe dann auch ein Häuschen gebaut. Und neben diesem Haus, das es heute noch gibt, ein Hartfield-Haus, ein Museum auch mit Veranstaltungen, gab es ein Kinder- oder Gästehaus. Und jetzt können wir das auflösen. Du bist Künstler und dieses Haus, das da drüben steht, und das also Handwerker, mehrere, auch ein Schreiner aus Berlin, tagelang aufgebaut haben und der Hauptverantwortliche sitzt auch da hinten, das ist der Tom. Die haben das da im strömenden Regen und mussten sie die Teile über die Außentreppe drüber heben und drauf tragen. Und das hat gewirkt und alles, also weil es schlecht gelagert war in Berlin. Und hat das so rekonstruiert, dass das ja fast wie neu ausschaut da drüben jetzt. Diese Hütte, weil ich ja schon mehrmals gefragt wurde, ist nicht die Hütte, die irgendwo im Geisberg stand. Also das ist sie nicht. Und sie ist nicht einmal angelegt an diese Hütte, sondern sie ist eher eng verwandt, würde ich sagen, mit diesem Kinderhaus, oder? Ja, wie gesagt, die Geschichte ist schon, also in der Zeit, natürlich, er hat ständig auch seine Vergangenheit aufgearbeitet. Wieland hat geschrieben, dass die Hütte ist für sie das geheime Familienwappen. Er hat es auch gemalt, gezeichnet, das ist auch das Bild, das Bild ist auch in der Hütte. Und ob es dann eine Hütte war, ich sage, das war ja auch, könnte ja auch ein bisschen größer sein. Hütte, sagt immer so klein alles, ja, es gibt ein Berg Häuser oder mit Steinuntergrund und so weiter. Das ist die Grenze von Berghaus und Berghütte. Jedenfalls hat er das in Erinnerung an seine Zeit hier, hat er das gebaut. Und es ist aber auch über die Jahre hinweg verfallen. Und da war dann die Geschichte, die in der Akademie entstanden ist, wo du den Job hattest, eine Ausstellung zusammenzustellen über die Archive. Genau, also 2005 wurde, es gab in Berlin zwei Akademien, es gibt ja ganz viele Sachen doppelt, ja, weil es Ost-Berlin und West-Berlin gab. Und der ursprüngliche historische Platz der Akademie der Künste ist am Pariser Platz, das wo das Brandenburger Tor steht. Und da gab es eine Eröffnungsausstellung 2005 und zu der wurde ich beauftragt, eine Ausstellung über die Archive der Akademie zu machen. Und die Archive der Akademie sind nicht denkbar ohne John Hartfield und Wieland Herzfelde. Und da redeten wir drüber und stolperten über den immer wiederholten Begriff Verlust der Eltern. Das war es. Das heißt einfach 1999 war das damals ein Verlust der Eltern. Das bedeutet das eigentlich, Verlust der Eltern.
Und das bewegte dich dazu, dann die Familiengeschichte zu recherchieren, die absolut unbekannt war, wo also sehr viele Menschen gar nicht wussten, dass es eine Zeit tatsächlich in Aigen gab, sondern man hatte nur angenommen, ja, John Hartfield ist in Berlin-Schmargendorf geboren, also ist alles immer Berlin, und man hatte von Franz Hels gar nichts gehört. Und das ist das große Verdienst, das künstlerische Verdienst, was ja häufig Wissenschaftler nicht machen, zu graben, wo man sonst nie gräbt. Und tatsächlich in diesem Buch von Wieland Herzfelde, 1975 im Aufbauverlag, im Osten erschienen, das erste Kapitel heißt Eltern besucht, die Hütte im Walde. Ja, und das richtig zu lesen und dann diese Hüttengeschichte zu entwickeln, und dass es dann so ein Symbol ist, ja, diese Hütte, die Familie aufgewachsen ist und wo sie immer wieder gerne zurückgekommen wären. Und offensichtlich, und das habe ich gerade erst gelesen in den Unterlagen von der MI5 in Großbritannien, die sind ja erst 2010 freigegeben worden, dass er auch in seinem Garten in Hampstead auch eine Hütte aufgebaut hat. Und da gibt es eine kleine Geschichte, wo er Teerpappe zugeschickt bekommen hatte und wie er das dann streichen soll, damit es dann irgendwie der Witterung widerstehen kann. Und die Idee von Hans, nachdem er die Hütte für diese Ausstellung 2005 in der Akademie der Künste aufgebaut hatte, mit der Bibliothek auch drin, aber eine kleinere Bibliothek, die ist jetzt etwas gewachsen in der Zwischenzeit, und mit einer Projektion des Blickes vom Hüttenberg dann runter, also so wie du dir vorgestellt hast, wo sie hätte stehen können. Und es war dein Traum, die Hütte nach Salzburg zurückzubringen. Und jetzt ist die ja zwar nicht auf dem Berg, aber die ist nach Salzburg zurückgekommen. Und das ist schon sehr schön. Eine wunderbare Unterstützung von dir und Martin Hohleitner, dass das auch passiert ist. Wir wollten sie eigentlich am Geißberg bringen. Das ist gescheitert an Genehmigungen. Der Versuch, auch draußen sie aufzustellen, ist gescheitert, weil die Hütte nicht wetterfest ist. Aber wärst du einverstanden, wenn man sagt, weil eben da, und das finde ich sehr schön, was Sie gesagt haben, was du gesagt hast, das ist diese eben Verschwimmen auch von Fiktion. Ja. Und dass das eine künstlerische Intervention ist von dir, und wie würdest du das bezeichnen? Wollen? Das ist eine Intervention, also eine künstlerische Arbeit, die auch natürlich inspiriert wurde von der Arbeit von Martin und auch von der Zeit, von den Gegebenheiten. Ich habe gesehen, auch im Osten, in Berlin, die haben auch sich überhaupt nicht darum gekümmert, die Hütte, wir waren ja auch dort, da fing es an, ein bisschen zu renovieren, aber vorher ist die verrottet, die wurde einfach gerade zerstört. Sie wollten sie ja abreißen. Und die wollten sie abrauchen, und haben mich angerufen, ob ich die Hütte da hinbringen an seinen Ort. Ich habe gesagt, habt ihr die alle? Und dann ist passiert, dass die Gelder gekommen haben. Von daher ist es immer, was ist real, was ist unreal. Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Aber dass die jetzt hier ist, ist perfekt, und da wird sie auch hier. Und sie wird auch hier bleiben. Also es ist gelungen, dass der neue Direktor des Museums der Moderne bei der Zoom-Konferenz uns zugesagt hat, also das Museum wird in ihrem Bestand diese Hütte übernehmen. Das heißt also, diese Hütte, die natürlich nie in Salzburg gestanden ist, aber trotzdem symbolisch zurückkehrt und Hartfield mit ihm, bleibt es also auch in Salzburg. Das Mozart-Komponierhäuschen und dann die Hartfield. Genau. Jetzt fehlt nur noch ein Buch von dir, Norbert, wo man ernsthaft wissenschaftlich diese ganze Geschichte noch einmal anschaut, weil vielleicht steckt ja noch mehr drin. Also ich finde den Künstler spannend, und deswegen habe ich auch die Ausstellung nach Salzburg gebracht. Vielleicht gibt es Regionalforscher im Publikum. Aber Tatsache ist es, dass die Arbeit von Hans hat es sehr, sehr weit gebracht, auch mit Franz Held und mit der Vergangenheit von John Hartfield und mit dem Naturalismus und mit dieser ganzen Entwicklung in der Familie. Und interessanterweise in der Akademie der Künste, obwohl das ein Projekt der Akademie der Künste war, heißt es immer noch Verlust der Eltern 1899, 1899, ja. Also das hat noch nicht mal
Das ist diese Vermischung und das ist auch Mythos-Hütte. Und das ist aber, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man dann so kleine Stellen liest bei Hartfield, bei Herzfelde, bei Lotte in der Familie, dass diese Hütte auch tatsächlich einfach urwichtig war. Und das ist ja richtig. Ich freue mich, dass wir bis Ende August diese Hütte hier haben bei uns im Haus. Wie gesagt, dann wird sie wandern einmal in den Bestand des Museums der Moderne. Wir dürfen Sie freuen, wie toll die Handwerker, die renoviert haben. Schauen wir mal, was die damit machen. Also wir werden Sie darauf aufmerksam machen. Immer wieder, man sieht eben in der Ausstellung also Beispiele von Montagearbeiten, von Titelblättern der Arbeit der Bezeichnung, Bücher, vor allem auch zum Nachlesen, Filme, eine Soundinstallation drinnen. Das ist die Überleitung jetzt zum zweiten Punkt. Das dauert jetzt ungefähr noch 20 Minuten. Und vielleicht bleibst du kurz da, Hans, noch. Und das hat einen guten Grund, weil Hans Winkler gemeinsam mit Kurt Antal und Martin Hanni dieses Buch herausgegeben hat, wo die Hubertus Buchmann dann draußen gerade noch vier Stück hat auftreiben können. Also stürzen Sie sich nachher gleich darauf. Da geht es um Franz Held und das heißt vor dadaistische Texte aus Jenesien. Und vielleicht kannst du da eine Überleitung machen, das noch kurz erklären. Worum geht es da und was hat das auch eventuell mit Salzburg zu tun? Und ich bedanke mich herzlich bei euch. Vielen Dank. Franz Held, anarchistischer Schriftsteller, der stirbt in Bozen. Da war ich schon mal überrascht. Heute wissen wir, der Wikipedia-Eintrag war nicht ganz richtig, denn er ist nicht in Bozen gestorben. Und das war ein bisschen eine mühsame Arbeit herauszufinden, warum dieser Eintrag dort war. Und damals waren auch viele Zeitungsbestände noch nicht digitalisiert in den 2010er Jahren. Und ich bin da regelmäßig beim Durchblättern von alten Zeitungen hatte ich ungefähr eine Eingrenzung in einem Brief gefunden. Und da fand ich dann plötzlich, und die Diskussion verfolgend, möchte ich jetzt kurz diesen Artikel vorlesen, der am 28. Februar 1900 in den Bozener Nachrichten abgedruckt war. Ein geistesgestörter Schriftsteller. Der Schriftsteller Franz Held, Franz Herzfeld, wurde letzter Tage infolge Geistesstörung der Irrenabteilung des hiesigen Spitals zur Beobachtung übergeben. Herzfeld, welcher von Venedig nach Bozen kommend war, machte sich durch sein exzentrisches, von hochgradiger Nervosität zeugendes Benehmen unangenehm bemerkbar. Er wurde durch die städtische Sicherheitswache festgenommen, dann wieder auf freien Fuß gesetzt und schließlich im Bergdorf Jenesien, wo er den ganzen vorigen Sommer verbracht hatte, wieder aufgegriffen und nach Bozen eskortiert, wo sich sein Zustand bald verschlimmerte, dass er die Abteilung für Geisteskranke des Bozener Spitals dorthin interniert werden musste. Die
Gattin Herzfelds, befindet sich gleichfalls wegen Geistesstörung in einer Heilanstalt, und zwar in der Reuerschen bei Barschnix Salzburg. Herzfeld hat sich durch zahlreiche farbenprächtige Schilderungen von Land und Leuten in Tirol und unser Land verdient gemacht. Das war für mich dann der Hinweis, okay, der war wirklich in Bozen, ist aber erst Jahre später gestorben, und im Zuge der Recherche sind wir dann auch aufgekommen, er ist in Vorarlberg in der Anstalt in der Balduna gestorben. Wir haben auch die Krankenakten dazu bekommen, und wir haben auch herausfinden können, dass Franz Held jetzt nicht nur nach dem Verschwinden aus Salzburg in Südtirol untergekommen ist, den ganzen Sommer war in diesem Genesien, das ist wirklich ein kleines Bergdorf oberhalb von Bozen, dass er auch die Jahre vorher immer wieder in Südtirol war und einfach auch sehr gerne in Bozen und auch jede Menge Texte hinterlassen hat, und ein paar davon haben wir dann auch in dieses Buch aufgenommen. Und was auch vielleicht eine Rolle gespielt hat, da wissen wir, Franz Held hatte immer wieder Briefkontakt mit einem gewissen Otto Julius Bierbaum, der hat einen lustigen Namen, den man sich merken kann, hat um 1900 eine sehr wichtige Rolle als Literatur-, Zeitungsmacher, Manager gespielt, und der hat sich in der Nähe von Bozen ein Schloss gemietet für mehrere Jahre. Und das war auch der Grund, dass ganz viele Literaten auf dieses Schloss gekommen sind, um diesen Bierbaum zu besuchen und um bestenfalls in eine der Zeitungen zu kommen, die das Otto Julius Bierbaum herausgibt. Sie haben sicher die Hälfte davon im Publikum, bin ich mir sicher, schon mal das Zitat verwendet. Humor ist, wenn man trotzdem macht. Das ist von Otto Julius Bierbaum, mit dem ist er in die Geschichte eingegangen, nicht nur mit dem. Und dieser Franz Held, der hatte immer wieder Kontakt zu diesem Bierbaum, der hat ihn sicher auch besucht. Und es gibt im Archiv in München, wo der Bestand von Otto Julius Bierbaum aufbewahrt wird, auch nicht viele, aber einige Briefe, die Franz Held auch aus Eigenart an Otto Julius Bierbaum nach Eppern, das ist diese kleine Gemeinde, wo dieser Otto Julius Bierbaum gewohnt hat, der hat ihm immer wieder geschrieben, und dort fand man auch, oder fand ich auch in einem dieser Briefe, diesen Begriff Judenbergalm, William Judenbergalm, aber wir konnten das immer, ich habe den Geisberg jetzt selber auch noch nie gesehen, vielleicht, das wäre natürlich die wirklich spannende Sache, wenn man den Ort lokalisieren könnte, wo diese Hütte war. Es gab in den 70er Jahren auch hier in Salzburg eine Lesung mit Wieland Herzfelde. Und dieser Wieland Herzfelde wurde damals auch von einem Fotografen begleitet. Man ging mit ihm in die Nähe dieser Alm, aber auch Wieland Herzfelde, durch den das die Hütte verschwunden war oder auch er nicht mehr genau wusste, als Kind vielleicht nicht mal genau die Erinnerung hatte, wo diese Hütte ist, ja, das bleibt eigentlich das große Rätsel, vielleicht auch für immer. Das ist auch gut so. Ich möchte ganz kurz einen Text, den ich für dieses Buch geschrieben habe, weil ich habe eine kleine Förderung bekommen, bin auch ins Archiv gegangen, habe die nicht alle Briefe durchgelesen, die Wieland Herzfelde, das ist ein riesiger Bestand, der muss überhaupt noch gehoben werden. Im Unterschied zu John Hartfield, der sehr wenig gesprochen hat, war Wieland Herzfelde bekannt als einer, der viel spricht und auch der viel schreibt. Und insofern ist auch aus den Briefen von Wieland Herzfelde an alle möglichen Menschen was herauszufinden, auch viel über John Hartfield. Weil es gab dann noch den Vormund, das war der Bruder von Franz Held, ich möchte es nicht noch komplizierter machen, das war der Josef Herzfeld, ein Abgeordneter in Berlin, und der hat nach dem Verschwinden der Eltern in Salzburg mit Max Halbe die Vormundschaft über die Kinder übernommen. Und auch aus den Briefen an diesen Onkel gibt es das ein oder andere Fundstück
zu dieser Familiengeschichte. Also ein Text, den ich vorlesen möchte, um auch die Bedeutung dieses Franz Held nochmal hervorzustreichen, und auch, da kommen ein paar Namen vor und dann versteht man, in welchem Dunstkreis dieser Franz Held bis zu deiner Entdeckung war ja total unbekannt, wer der ist und mit welchen Leuten der sich umgeben hat. Aber da hat es auch einen interessanten Fund gegeben zu einem wichtigen Ereignis 1895 in München. Wir erlauben uns, Sie für diesen Freitag, den 31. Mai, abends rund 19:30 im Privatpark des Herrn Redakteur Holz, Biederstein Nummer 6, zur geplanten Aufführung einzuladen. Die Vorstellung wird nur bei ausgesprochen schönem Wetter stattfinden, schrieb das Komitee Intimes Theater in der Einladung zur Uraufführung, möchte ich nochmal betonen, von Georg Büchners Lanz und Lena, 60 Jahre nach der Entstehung des Lustspiels. Eine von Hecken im Halbkreis umschlossene Wiese war die Bühne. Für die Münchner Gesellschaft, wie auch für den Rezensenten Max Fels, dürfte aber vor allem die besondere Freilichtatmosphäre zum Gelingen der Uraufführung beigetragen haben. Es war ein wunderbarer Abend, lauer Sommer, Schwüle sättigte die Luft. In den Zweigen girrten die Vögel, Geißblatt und Jasmin wehten schwere Düfte herüber. Dann ging die Sonne unter mit glühender Farbenpracht hinter den Tannen. Auf Stühlen und auf dem Rasen, wie jeder es liebte, hatten sich's die Zuschauer bequem gemacht. Eine Weinbude hatte man aufgeschlagen und das volle Glas in der Hand saß man nun da und lauschte den Worten der bunten Gestalten, deren fantastische Gewänder die untergehende Sonne purpurn verdrehte. Genau einen Tag nach seinem 33. Geburtstag betrat auch Franz Held die Gartenbühne und spielte in Büchners Komödie die Nadenfigur Valerio. Und Max Halbe wusste in seinen Erinnerungen Folgendes über Franz Helds Rolle zu berichten. Der kleine Mann mit dem scharfen, spitzbärtigen Profil und dem sehr bestimmten, rheinisch akzentuierten Tonfall brachte schon äußerlich viel für die Rolle mit. Aber auch innerlich stand seine Natur, der zwischen Witz und Narrheit, zwischen Traum und Wirklichkeit, ihr lichtigen Gestalt sehr nahe. Valerios blendende Wortkaskaden, sein shakespearianisches Scheldenklingeln, waren so recht nach dem Herzen Franz Helds. Neben Helds Gattin Alice Stolzenberg, die Gouvernante spielte, beteiligten sich auch viele namhafte Schauspieler und Literaten der Münchner Szene, etwa Ernst von Goldzogen, Max Halbe, Anna Giegel, auch der bekannte Oskar Banitzer als Hofprediger, Ludwig Scharf oder Otto Welch Hartleben und Georg Schaumberg. Das waren eigentlich alles Namen, die in dieser Zeit in der Münchner Literaturszene rund um Wiesen unter Julius Bierbaum sehr bekannte Namen waren und auch sehr viel publiziert haben. Und das ist ja eigentlich 3 Jahre, bevor die Familie Held nach Salzburg gekommen ist. Und ich nehme an, ich weiß es nicht, ob John Harfield bei diesem Wiesenfest dabei war. Ich muss stark anders am Rande irgendwo gesessen. Sein Kalle war damals 4 Jahre alt. Und interessant ist durchaus, dass eigentlich wenige Jahre später, eigentlich kurz darauf, aber eben auch schon 1895, wo diese Uraufführung von Büchner war, Franz Held auch ein Gedicht veröffentlicht hat. Und das war eigentlich der Grund für seine Flucht. Das war ein Gedicht, das wir eigentlich alle noch nie gefunden haben. Aber da wird Franz Held wegen Gotteslästerung verurteilt. Das schreibt er auch in einem Brief. Und da muss er Deutschland verlassen. Geht in die Schweiz und später dann auch nach Salzburg. Eine Brücke, ja, Sie sehen, diese Franz Held-Geschichte ist ein Kriminalfall. Aber es gibt eine Brücke zu John Harfield, eine schöne Brücke zu John Harfield und auch
zu den Anfängen der Wahlerbewegung. Eins, was ihr noch nicht erwähnt habt, es gibt nach dem Tod von Franz Held gibt es zum 50. Geburtstag von Franz Held dann ausgewählte Werke aufgelegt, das war 1912, und genau für dieses Buch gestaltet John Hartfield, das ist ja eigentlich seine erste künstlerische Arbeit bekannt, das ist ein kleines Emblem, was vorne am Buchcover angebracht ist, das hat er dann für das Buch seines Vaters gemacht und das ist noch sehr im Jugendstil verhaftet, aber die erste, war lange Zeit die erste große wichtige Arbeit, bis dann auch dieses bekannte Bild, die Hütte im Wald, aufgetaucht ist, ein bisschen älter. Aber es gibt wenige Jahre später, und damit schließe ich auch meinen Einwand oder Vortrag zu dieser Franz Held, John Hartfield Geschichte, denn die Söhne, die greifen 1916er, 1917er Jahren die eine Gruppe mit Else Lasker Schüler. Das war wirklich so eine Art Mutterfigur für Wieland Herzfelde, den Bruder von John Hartfield. Und es gibt wirklich ganz viele Briefe von Wieland an Else Lasker Schüler. Und man hat literarische Abende gemacht, wo man sich gegen den Krieg, ja, Antikriegslyrik vorgetragen hat. Und dann hat es auch einen Abend gegeben, wo die Söhne von Franz Held ein Gedicht, ein Antikriegsgedicht, von ihrem Vater vorgelesen haben, 30 Jahre nachdem es Franz Held geschrieben hat. Und ganz kurz lese ich daraus was vor, damit Sie so ein bisschen den Duktus von Franz Held mitbekommen, und richtig vertiefen wird das dann Kurt Landauer. Zum Soldaten ward ich, das Gedicht heißt Menschenopfer. Zum Soldaten war ich, dem Kaiser geboren, hat mein junges Leben für ihn verloren. Grau in fremden Berge und blüht die Sonne, wo wie breit und glänzend daheim dieser Wonne. Und den Bayern ging's ins tirolische Land, Hug da ward lebendig die Felsenwand. Die Blöcke spie, die zornige Schatten führen, und aus meinem Schädel verspritzte das Hirn. Das ist für die Zeit, wo Franz Held gelebt hat, schon eine beachtenswerte Reim, den er aufgestellt hat. Noch die letzten Verse: Zum Soldaten ward ich, dem Kaiser geboren, doch ein Mutterherz hat den Sohn verloren. 1 Million Söhne sind hingemodert, doch des Kaisers grässliche Sonne, sie lodert. Texten von Franz Held. Eben 1912 wurde schon erwähnt, dass Franz Held hat zwischen 85 und 95 exorbitant viel im Druck herausgebracht und an den Theatern, durchaus auch an den Theatern erfolgreich, auch insofern in Deutschland, schreibt ein Schriftsteller, andere Kollege, bist du erfolgreich, wenn sie dich vertragen. Was vor dem Kali, musst du gewesen sein, sonst bist du noch kein Schriftsteller. Und es ist immer wieder über Gotteslästerung. Ich habe ein halbes Jahr in Österreich gelebt, das war hier Ende der 70er. Da war noch Panica, Achtung Busch, der war der Kollege aus München, beide wegen Gotteslästerung. Damals noch verboten vor Gericht, das ist alles nicht so vorbei und fängt auch wieder ganz hübsch an. Das Buch haben wir gemacht, weil wir 1912 Krioski, ein sich selbst so nennender Freund, stimmt ja auch, diese Sammlung herausgegeben hat, zum Teil wirklich eingreifend, was die Texte von Franz Held, wir sagen es gleich, wirklich auch manchmal drauf, als ein Lektorat, gab es halt so nicht damals, zum Teil verfälschend, dann aber auch, also sozusagen etwas bürgerlicher hinbiegend, sage ich jetzt. Wir haben das Buch gemacht, weil es seither nichts mehr gab. Und es gab immer nur, ja, das sind die zwei verrückten Vater und Mutter von. Und ja, okay, vielleicht der Schriftsteller. Und eigentlich ist dieses Buch ein Kunstprojekt, weil keiner von uns ist Germanist. Die höchsten akademischen Weihen hat natürlich Kollege Hanning, wir zwei sind Künstler, sonst nichts. Und in der Kombination haben wir dieses Buch gemacht. Und insofern ist das Buch eine Mischung aus diesem allen. Und
Und eigentlich wirklich auch so etwas wie ein Kunstprojekt. Und das ist 2012 erschienen. Das heißt 100 Jahre nach der 1912er Ausgabe. Wir haben uns an die Originalausgaben gehalten und wir haben und es gibt dann auch herausgeberische Worte und biografische, sondern man ist dann wirklich auch informiert, auch über die Nachkommenschaften. Und letzte Sache noch, wir haben dann auch etwas kurz aus dem unveröffentlichten Nachlass publiziert, das mit zwar, also die Kollegen haben mir die Aufgabe anvertraut, viel Vertrauen, fast zu viel, eigentlich sicher zu viel, mit Fußnoten, das macht mich auch noch nicht zum Germanisten, aber ein in Innsbruck weltberühmter Professor der Germanistik hat in einer Rezension geschrieben, also fand er alles in Ordnung, er hätte nur das Buch überhaupt nicht gemacht, weil man muss nicht alle schlechten Texte im Buch bringen. Wir haben gedacht, Hannes Sohn ist vernünftiger. Aber deswegen, ich lese aus einem längeren Gedicht aus dem Jahr 94, das kürze ich so um die Hälfte, weil das sind 7-8 Seiten, aber ich glaube da dem Franz Held treu zu sein. Und dann kurz aus dem hier veröffentlichten Nachlass wirklich nur ein kurzes Exzerpt und heute erstmalig und hier ein ganz kurzes Stück aus dem Nachlass. Franz Held war ja wie Angela Merkel nach ihm. Jede vernünftige Bundesrepublikanerin fährt wie in Italien, sagte Adam Schmidt, also nach Italien, Positano und. Auch fast da überall, wie eben seine Nachfolgerin und da Vorlage. Geist Angela. Und dieser Auszug, der 3 Minuten dauert, spielt in Palermo. Ist von unserer Seite noch nicht kanonisiert, ob das jetzt auch nicht direkt in dem Jahr verhaut war. Das war's. Also aus, trotz alledem, 1895 kommt der Haftbefehl. In Berlin gibt es einen harten Burschen Rapper, der nennt sich Haftbefehl, da sollte man bei Kollegen halt sich den Mund abbuchen. Auf jeden Fall, am Scheidewege. Ich kam beim Abendheimgang am Feldkreuz vorbei. Am bronzenen, farblosen Kruzifix, rings um ein farblos Bronzegitter und in der Verzäunung lagen farblose Austerkränze, struppig verzweifelte Strohblumen. Aber auf den Wiesen war Hoffnung. Über eine Wiese wie keine Wiese mehr, die nur noch mondscheinleichte vierte Dimension war, über solch eine verzauberte Mondwiese sank ich den Blüher meines Glücksdrangs dahin. Ein Plätzchen sollte er suchen, wo es sich lohnte auszog. Es bakanierte ein warmer Seewind, das Eichenlaub kräuselte sich verstört, schwarze Gribbelfiguren auf dem noch lichten Himmel, flinke Teufelchen, lahme Riesen und was weiß ich alles sonst noch. Allerlei krause Missgeburten der mondbleichen Dämmerung und sie strebten mit Zappelbeinchen ins Endlose, obgleich die Tanne, ein ehrwürdig bärtiger Greis, ihnen mit langen Warnerarmen zu wehren suchte. Schnitt. Und meiner Seele Glühe zwinkerte und über die vierdimensionale Wiese dahin, er blitzzugte geradeaus, wie das Auge der Lokomotive stieg, rapid und sank wieder hinab. Schnitt. Über einem Prachttheater klingt Berlin an, Schillerbühne zur Pflege des Balletts, das auf einem Ameisenhaufen als imposanter Terrasse stand, schwebte einen Moment als Kronleuchter. Hier, verweile, zischelte von den Logenrüstungen die elektrischen Flammenbirnen. Hier wiegt sich Musik und Frauenschönheit, hier braust berauschender Applaus. Die Ameisen, die schwarzen Tausendgeschäftigen, schollen durch Hühler, krochen heran, füllten die Parkettsitze ihren Sinn für das Höhere. Zu betätigen. Oh weh, der Applaus kommt von den Ameisen mit den Leutnantsteilen, mit den arroganten Zwickern auf den gefräßigen Schnauzen. Er klingt mir wie Eselszetern. Meiner Seele Glühr flog weiter. Schnitt. Aber da reckte sich eine lange, hagere Gestalt auf, eine vorgebeugte Kummergestalt im bronzen, farblosen Gewänder, ein verwildertes Dulderantlitz, starrte vor sich hin, entmenscht, halb irr.
mit gewalttätig trotzigen und doch so bitterlich gramvollen, ineinander verbissenen Kinnladen. Sie, mit Geißeln schlugen sie mich, um das Weib dort weiter streichen und kneten zu können. Der Bühler kannte den Mann vom Kreuz her, vom farblosen Bronze-Kruzifix am Weg, und der flog weiter. Der Bühler ist immer bei Franz Held auch her, der Bühlende, also nur als Einschub. Da, der Bühler, fand er ein Kreuz, und spätestens jetzt sage ich, lass das, es gibt Ärger mit Gotteslästerung. Auf zwei übereinander geschobenen Halmen gebildet. Und er ließ der Bühler nieder nahe dem Punkt, wo die zwei Halme sich schnitten, etwas oberhalb der horizontalen Arme. Sein Licht floss am Kreuzesstamm herunter, als ging es von des Heilands bleicher Stirne aus. Ich sah am Kreuze hängen meinen eigenen, hohen, zerschundenen Leib. In meine Wundmale tauchtet ihr eure giftigen Federchen, ihr Presssöldner. Aber über meinem Haupte fühlte ich einen Falbenkranz klagender Astern und eine einzige große Regen- und Sturmverklatschte, verschwarzte, unentlegt bläubige Sonnenblume. Meine Wunden bluteten und mir war sehr wohl. Jetzt war da das Schiffschwanken vorbei zwischen den hülfeheißenden Dienern und dem beharrlichen, holdgerauschenden Lapula. Jetzt war ich mehr als ein Künstler der Reichen. Ich war ein klagender Sohn meiner Zeit, ein Stäuber ihres gehäuften Frevels, ein Mann mit festem Rückgrat. Jetzt fühlte ich mich ja im erhabenen Gegensatz zu den Ameisen, Affen, Meerschweinen etc. Jetzt war ich unleugbar besser wie sie. Denn ich teilte ihre Herrlichkeit nicht, ich erstrebte ihre Ziele nicht, ich zitterte vor ihren Götzen nicht, ich hatte durch Herausforderungen ihres Hasses meinen Menschenadel nachgewiesen, mein Heldentum erprobt, meiner Seele Gottgeburt erhärtet, wie durch ein grässlich schmerzhaftes Gottesgericht. Passt, wenn ich hungre, ich bin besser wie ihr. Schwellt, wenn ich lechze, ich bin besser wie ihr. Spreizt euch, wenn Stumpfheit mich hört, ich bin besser wie ihr. Könnte ich mich setzen an eurer Speise, dürfte ich euch nicht so unsäglich verachten. Darum liebe ich den Hunger, liebe das Elend, den Gram, die Verzweiflung. Denn sie verbinden mich mit dem Strom des Wehs, der durch alle Schöpfung geht und in dem flüchtigen Tand der Freude das Bleibende ist, das Große. Strichchen, Gedankenstriche, habe ich wohl Echtes genug in mir, meines Traumes würdig zu werden? Das war 1894. Aus dem Nachlass. Man muss nicht immer mit den Genesen und Wettbewerben germanistischen Professoren einer Meinung sein. Nachmal, ein paar Zeilen lohnen doch. Aus diesem Nachlass wird hier veröffentlicht ist und damit schon halb kanonisiert, weil wir keine germanistische Gegenrede bekommen haben dazu. Es geht um Texte, wo Held selber sagt, die verstecke ich in einer Klage. Das ist ein von ihm immer wieder beschriebenes, umfangreiches Gebilde mit Manuskriptseiten drin. Und wir haben schon eins, weil er wirklich, es gibt unheimlich viel Material von ihm. Das Theaterstück wäre 900 Druckseiten geworden, Manometer oder so. Also. Und er beschreibt in dieser Klage, uns liegt aber nur eine kleine Partei vor, wie die funktioniert. Zitat. Die Klage aber, und er will diese Texte noch verheimlichen sozusagen, also er hat sie auf jeden Fall nicht gedruckt. Die Klage aber, die dermaßen versiegt, dass bei unsachgemäßer Öffnung ihr Inhalt endgültig unlesbar wird, sei, der Vollständigkeit halber, dieser Text der Klage, dieser Text, der auch einer ihrer Genesung, Entschuldigung, der auch einer ihrer Genese, wie ihrer Rettung, beigegeben. Er verrät im Eigentlichen nichts. Es möge lesen, wer will. Wobei diese selbstzerstörende Klage, die sie bei unsachgemäßer Öffnung selbst zerstört, da ist bei mir ein Verdacht aufgekommen, ob das nicht Mission Impossible, und zwar vor dem Kinofilm, sondern die alte Serie, wo sie auch das Tonband immer zerstört. Das würde darauf hinweisen, dass das wissen wir nicht.
Ich springe gleich nach Palermo, die sozusagen die erste Veröffentlichung für heute, um dann mit 5 Zeilen Nachwort von Hell zu schließen. Vom originalen Hell. Hier. Aus dem Nachlass. Das ist noch nicht bestätigt, handschriftlich anschriftlich deswegen, weil der Deal ist, ich darf nicht sagen, welches Archiv wo das war, und es wurde mir so vorgelegt, und ich durfte es nur handschriftlich abschreiben, also keine Fotos und nichts machen. Ist in Ordnung. Und ich muss jetzt versuchen, meine Schrift zu entziffern. Der große Mathematikus Fermat, den meisten von uns bekannt durch die Erfindung der Fermate und nicht nur der musikalischen, die ich als ehemaliger quasi, und das habe ich dreimal überprüft, da steht quasi Salzberger im Manuskript. O, der Blüher Blut, Klammer geschlossen, in Tat und Wahrheit, aber die Fermate eigentlich eine Entdeckung, die im Übrigen jeder zu schätzen weiß, der sich und seiner selbigst, wie ich, an einer der Ausfallsstraßen Palermos, jener Richtung des mondänen Mondello, an die Fermata, Anmerkung der Herausgeberschaft, halt italienische Haltestelle, an die Fermata der städtischen Tramlinie gestellt, diese, setzte in Klammern, wie jene Salonikis, die mir stolz berichtet von meiner Herbergsmutter, O, Rufezeichen der Mütter, Komma, O, Rufezeichen, Klammer geschlossen, diese, wie jene Tramlinie in Saloniki und Palermo, Werk eines gewissen Feltrinelli, Unternehmer in allem und also auch Eisen und eben also auch Straßenbau. Das wiederum stimmt. Und der Enkel dieses Feltrinellis und Millionär, der hat sich dann als Anarchist an einer Stromleitung Brigade nahe in die Luft gesprengt, meine und diese von vielen Genossen ist, es war eine Falle und eine Sprengfalle der italienischen Geheimdienste. Das jetzt nur, das konnte jetzt Held nicht wissen. Mich selbst also, Vertrauensmal, das eine Mal, mich selbst an die Fermate der städtischen Tramlinie Palermos gestellt, und zwar direkt der Mann unters Fermata-Schild, nur um dann die Tram vorbeirauschen zu sehen, Klammer, Fremdrausch, an sich, Komma, selbst. Später wird der Besucher Palermos, wie ich selbst auch, lernen, man habe sich in die Mitte der Straße, die durchaus ein breiter Boulevard, und zwar exaktement bis auf Storken verlegte Tramgleis zu schwingen, todesmutig vor die heranbrausende Tram sich stellend, Klammer, Gestikakel hilft, wenn ich es richtig gelesen habe, Klammer zu, vor den Tram sich stellen, wobei die Tram dann zumeist, wie man sagt, tatsächlich, wobei, wer berichtet uns davon, wohl Überlebende, egal, wobei die Tram dann tatsächlich die Tram auch anhält. Nun, Punkt, 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 diese Auslassungspunkte hat er auch geliebt, könnte man auch lektorieren bei Kollegen, aber nun, der große Mathematikus Fermat sagte eines Tages, wir sollten uns allerdings erst später persönlich treffen, Zitat, ich habe, sagt Fermat, sagt Held, ich habe hierfür wahrhaft einen wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand als Marginalie am Manuskript hier zu schmal, um den Beweis zu fassen, und so gänze gar. Das ist also aus dem Nachlass und die letzte Zeile aus dem Vorwort eines seiner letzten Bücher, also die in dieser gedrängten Zeit erschienen sind. Nee, das ist nach der Marke der Herausgeber, das wäre falsch. Wir wollen das Original. Hier ist auch der Kollege. So, das war in Großnatur, 1893. So, nun fliege vor die Füße der eilig Gold zu und den Passanten durch Handvoll Goldkörner. Er meint seine Gedichtsammlung. Vielleicht gebt ihr winzigen Kügelchen seiner Goldkörner, denen, die sich nach euch bücken, eine Ahnung von dem Reichtum an hochgehäuften Goldwaren und Krösusgeschmeiden, die ich in meinen Schatzkammern noch berge. Und im nächsten Vortrag, Nachwort schreibt er Schatzgut, also jedes Mal schreibt er, er hat noch viel mehr zu veröffentlichen. Da es denn doch zu grausam wäre, dieses Schatzhaus bis nach meinem Tode versperrt zu halten, so bitte ich, und darauf wollte ich hinaus, oder er, so bitte ich, sagt Held,
So bitte ich die 500 kunstsinnigsten Sprösslinge des Volkes, der Dichter und Denker, ich denke, er subsumiert auch die Österreicher darunter, einen Monat lang je 10 Seidel Chalk weniger zu trinken und von dem so erwarten, auf meine Gedichte zu subskribieren. Vielleicht gibt's doch einen Rausch. Franz Held.